So, und es geht auch schon direkt wieder weiter, nämlich mit Erziele eine Eliminierung mit einem Scharfschützengewehr. Dazu gehen wir direkt rein, auch in Gruppenkeile. Und ihr seht hier am Skin, Level 100 erreicht, nur mit den Wochenaufgaben, Prestigeaufgaben und Tagesaufgaben. Also wenn ihr seht, wenn ihr es so macht wie ich, spielt das bisschen, was ich spiele, kommt ihr locker auf Level 100. So, und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit, und wenn noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters mal helfen konnte, lasst doch gerne ein Abo da und du siehst hier unten diesen Paysafe-Code. Alle 10 Abonnenten kommt da eine Zahl hinzu für euch und die 246. Zahl kommt dann bei 320 Abonnenten. Also abonnieren lohnt sich, wenn du wissen willst, wie das funktioniert mit dem Code einlösen, erraten etc. pp. Einfach mal kurz in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video zugemacht, wie man das Ganze dann macht und auch wie man den einlösen kann. Und wenn du ihn geknackt hast, bitte sag Bescheid in den Kommentaren, weil dann muss ich natürlich direkt einen neuen holen, weil ich habe ja gesagt, da unten wird immer ein aktiver Code stehen. Also in der Sache, also würde ich einfach sagen, lasst einfach mal ein Abo da, schadet euch nicht, mir natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es hilft mir natürlich. So, dann schauen wir mal. Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich jetzt ein Scharfschützengewehr zu finden und damit einfach einen Kill zu machen. Ist eigentlich ziemlich simpel. Wir gehen erstmal zur Zielscheibe. Dann habe ich die nämlich auch schon soweit fertig fast. Da fehlt mir nämlich schon noch eine. Ja, der Skin ist zum Spielen, ist der echt geil. Der gefällt mir schon. Optisch hat er mir eigentlich nicht so zugesagt, aber jetzt, wo ich ihn gerade so spiele, er wirkt nicht zu groß und gar nichts. So, einmal gerade hier landen. Zack. Dann gehen wir direkt zu Queasy rüber und hoffen, dass wir natürlich einen Sniper finden. Ist natürlich immer nicht so einfach, eine zu finden, aber sollte eigentlich schon machbar sein. Okay, wenn ich jetzt so gucke, ist er doch ziemlich kräftig, der Skin. Ja, das ist natürlich ein bisschen nervig gerade. Na komm schon. Dass man das nicht irgendwie verhindern kann. Naja, das zählt als Sturmgewehr, nicht als Sniper. Ja, ganz ehrlich, ich muss euch sagen, ich würde am liebsten hier gerade raus zum Gebiet wieder raus, weil das ist echt nervig, diese Taco-Zeit. Also ich weiß nicht, wer feiert von euch diese Taco-Zeit? Ich meine, klar, mal ein, zwei Runden ist jetzt ganz lustig gewesen hier. Aber inzwischen. Mich persönlich nervt es eigentlich nur. So, dann nehmen wir die mal mit. Ne, ich will raus hier weg. Weg. So, bauen wir uns so schnell wie möglich hoch. Gerade rüberfliegen. Und wenn ihr natürlich auf sicher, nur mal sicher gehen, was ein Scharfschützengewehr geht, holt euch die Vorratslieferung. Da ist eigentlich immer das Safe 1 drin. Ich hoffe halt, dass ich trotzdem selber gerade eins finde. Ja, Jumphead ist auch nice. Jetzt muss eigentlich die blöde Zeit da wieder anfangen. Deshalb ich will eigentlich so schnell wie möglich aus der Zone hier raus. Gucken, vielleicht finden wir ein Shifty was. Hier sehe ich nämlich keinen einzigen von uns, was eigentlich positiv ist. Ja, mit dem Scharfschützengewehr ist halt nicht so einfach eins zu finden, aber eigentlich sollte man schon eins finden, gerade gegen Ende der Runde, weil dann die ganzen Vorratslieferungen schon offen sind.
und gerade auch jetzt am Anfang, weil die meisten machen schnell ihre Aufgaben, gehen raus und wollen natürlich so schnell wie möglich alle Aufgaben machen. Wir finden natürlich hier nichts. Da ist eh nichts. Da ist auch nichts. Gerade mal noch hier in das Haus. Kiste schmeckt. Natürlich auch nichts. Und ja, ich könnte mal Dings aufnehmen, aber im Prinzip sterben wir eigentlich eh so schnell und so oft. Das ist eigentlich egal, ob ihr Full Life seid oder nicht. Es ist einfach nur so schnell wie möglich viele Kisten aufmachen und hoffen, dass ich das Sniper finde. Aber wie es aussieht, haben wir nicht wirklich Glück. Gerade schnell gucken, ob hier im LKW was ist. Natürlich auch nicht. Auch nicht. Hier ist auch kein Automat. Boah, Leute, ey. Habe ich jetzt echt das Pech gepachtet? Aha, war doch Zeit. So, direkt auf. Genau, verballer erstmal das Metall. Gerade schon in die Zone rüber. Und dann natürlich hoffen, dass wir schnell einen finden, der gerade ein bisschen blöd rumsteht. Und dann natürlich unseren Kill machen. Ich habe schon gesehen, dass irgendwas mit dem Scharfschützengewehr ist. Ich sehe das direkt an der Klickzahl. Weil wir hatten halt schon mal die Aufgabe, wo wir eine Eliminierung machen sollten mit dem Scharfschützengewehr. Allerdings ist das nicht die Aufgabe, wo ihr mit mehreren Waffen, sondern ihr müsst hier wirklich nur im Scharfschützengewehr mehr ist. Gerade ein bisschen Sturmschaden abfangen. Auf Krampf die letzten Materialien aufsammeln. Und ich sage ja, ich habe ja gesagt, ich mache für euch jetzt schneller die Aufgaben. Ich hoffe, es gefällt euch so vielleicht ein bisschen besser. Oder wollt ihr doch lieber sehen, wie ich jede Aufgabe komplett mache, also die Runden zu Ende spiele? Wie gesagt, schreib's einfach mal gerne in die Kommentare. Hilft mir natürlich auch, ob es doch welche gibt, die sich die Runde bis zum Ende angucken. Oder halt eher nicht. So, jetzt müssen wir hier einen Trottel finden. Land. Einfach auf gut Glück. Ich sehe aber auch keinen. Wir haben aber auch nur 47 Schuss. Ah, muss der dann um die Ecke gehen? Der sich hier versteckt. Schaden kam nur von hier. Dankeschön. Ich wollte mich halt anscheinend holen, aber nicht mit mir. Alexander hat es dann auch probiert.
Dann hat er auch die bittere Wahrheit. So, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Aufgabe. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, ganz simpel zu machen. Und dann würde ich sagen, wünsche euch schon mal viel Spaß mit den anderen Aufgaben. Natürlich setze ich mich direkt an die anderen dran. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.